Wake up. Bürgerversammlung zum Thema Asyl in der Kreisstadt Pfaffenhofen. Ein Abend der nüchternen Bilanzierung des Ist-Zustandes der Flüchtlingssituation. Mit den 272 Asylsuchenden von der Trabrennbahn befinden sich im Landkreis insgesamt 1138 Asylbewerber. Ein Abend aber auch, und das war der eigentliche Sinn dieser Bürgerversammlung zum Thema Asyl, mögliche Lösungsansätze und die Integrationschancen vor Ort anzusprechen, um sie zusammen mit den Bürgern anzupacken. Eine extra angereiste Zuhörerin sah das etwas anders. Statt anzupacken, nahm sie sich wichtiger als das Thema. Ja, das ist mir klar, dass das jetzt an diesem Thema vorbeigeht. Es ist müßig, drüber zu reden, wie es weitergeht. Wir wissen es alle nicht. Wenn wir irgendwann 5% da haben, dann wird das System zusammenbrechen. Dann wird es wohl nicht mehr gehen, zumindest nicht in diesem Standard, den wir haben. Aber ich weiß nicht, wie die Lösung ausschaut. Ich kann es nicht am besten Willen sagen. Aber wenn wir ganz vorne anfangen, dann fängt der Wahnsinn an, wenn man glaubt, dass man Nationen zur Demokratie bomben kann. Wenn man dann komme ich. Wenn wir nur ein Stück weitergehen, dann kann man an den Grundwerten unseres Wirtschaftssystems zweifeln und im Prinzip die Fortführung der Kolonialpolitik mit anderen Mitteln bis in die Neuzeit hinein. Das sind Diskussionen, die vermisse ich auch. Ich würde erwarten, dass endlich von oben her eine gesellschaftliche Diskussion geführt wird. Wir sind damit auseinandersetzt, was ist Ursache, was ist Wirkung. Wie wollen wir damit umgehen, wenn wir es unmittelbar beeinflussen können? Was heißt es für uns? Aber die Diskussion, die wird von oben nicht geführt. Da war jetzt viel Symbolik und da ist nach wie vor viel Symbolik in den Medien. Aber eine wirkliche gesellschaftliche Diskussion, die muss kommen, weil ansonsten führen sie andere, von denen wir nicht wollen, dass sie es führen. Und wo es hinführt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es selbst nicht. Ich weiß nur, wenn es die nächsten 3 Jahre so weitergeht, dann wird es selbst eine gut dastehende Stadt und einen gut dastehenden Landkreis an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen und dann wird sich die Gesellschaft fundamental anders entwickeln, außer es gelingt uns, die Menschen zum Teil der Gesellschaft zu machen. Das sind keine turbantragenden Kofferbomben-Menschen, die da kommen. Das sind Menschen, die ein sicheres Leben anstreben. Und ich bin mir sicher, dass man die halt nur rechtzeitig an der Hand nehmen kann, aber bei 5% wäre es schwierig, da gebe ich Ihnen auch recht. Stand heute übrigens im Pfaffenhofen, mein Gott, dass man einen Überblick hat. Menschen aus knapp 100 Nationen hier in der Stadt. 2.500 Menschen, 10%, die nicht Doppelstaatsbürger sind, sondern wirklich nur einen ausländischen Pass haben. Könnte man noch viel höher rechnen, wenn man generellen Migrationshintergrund mit einbezieht. 2.500 davon, die Hälfte EU-Bürger, die andere Hälfte Nicht-EU-Bürger, von den Nicht-EU-Bürgern der größte Teil türkischstämmige Pfaffenhofener, aber ein buntes Potpourri. Es verändert sich, es wird mehr. Wenn wir jetzt von 2% reden, nicht alle werden da bleiben dürfen. Der Freistaat Bayern hinkt bei den Rückführungen hinterher. Auch das muss konsequent angegangen werden, meine feste Überzeugung. Aber 2-3% wird man schon verkraften können. Wenn es irgendwann weitergeht, dann habe ich auch keine Antwort. Aber es ist Kaffeesatzleserei und es muss über kurz oder lang eine europäische Lösung geben. Die muss es geben. Weil ansonsten ist diese Gemeinschaft lediglich nur ein gemeinsamer Wirtschaftsraum, aber keine solidargemeine Gemeinschaft mehr. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann muss ich gestehen, die Bilderflut von flüchtenden Menschen, die Europa erreichen wollen, die seit 2 Jahren mittlerweile über die Bildschirme flimmern, haben mich persönlich, wenn ich ehrlich bin, in gewisser Weise erstmal abstumpfen lassen. Man war an diese Flut der Bilder fast gewöhnt, bis der ganze Prozess der Fluchtbewegung hin nach Europa am Ende August, Anfang September eine ganz neue Dynamik gewonnen hat. Wenn man die Ströme sieht, kann einem Angst und Bange werden, so geht es zumindest mir. Und wenn man aber dann die einzelnen Schicksale dahinter sieht, die natürlich nur partiell transportiert werden können, dann schießt mir das Wasser in den Augen, wenn ich mich in die Situation der Menschen hineinversetze, die ohne zu wissen, was auf sie zukommt, haben und das hinter sich lassen. Und für den
ungewissen Weg auf sich nehmen, in der Hoffnung, dort ein friedlicheres, besseres Leben zu haben. Und wir wollen heute etwas sagen und ich hoffe, Sie beteiligen sich daran. Und zwar wollen wir heute nicht darüber diskutieren, wie hätten wir die Welt gerne und wie würden wir sie uns wünschen, wenn wir sie uns selbst zimmern könnten. Das heißt, ich möchte Sie bitten, sich heute nicht auf europäische und bundespolitische Themen zu konzentrieren, sondern sich auf die eigene Haustüre zu konzentrieren. Es sind Menschen da, ein Großteil davon wird da bleiben, es werden weitere Menschen kommen und die stehen am Schluss in Pfaffenhofen. Die sind Teil der Stadtbevölkerung, die müssen es werden, die müssen integriert werden und von daher auch ganz bewusst gewählt, Herausforderung für das Gemeinwesen hier vor Ort und mögliche Lösungsansätze. Wir können Ihnen heute keinen Masterplan präsentieren und so wie es auf die großen Fragen wohl keine zufriedenstellenden Antworten gibt, genauso schwierig ist die Situation vor Ort, aber wir wollen uns peu à peu herantasten. Und das Ganze wollen wir nicht alleine bestreiten. Landrat Martin Wolf ist heute hier. Es ist nicht seine erste Bürgerveranstaltung zu diesem Thema. Danke, Wolf, dass Sie sich Zeit genommen haben. Mal schauen, wie das abläuft. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu dieser besonderen Bürgerversammlung. Es ist eine außergewöhnliche Bürgerversammlung, ausschließlich mit einem Thema, das sich nur um die Frage der Asylangelegenheiten dreht. Deshalb auch die besondere Situation, dass der Bürgermeister und der Landrat nebeneinander auf der Bühne stehen und den heutigen Abend miteinander bestreiten. Sie haben sicher auch gesehen, dass wir derzeit vom Landkreis mit einer Serie von Bürgerversammlungen quer über den Landkreis unterwegs sind. Das haben wir geplant zu einer Zeit, da hat sich die Dramatik noch nicht in der Deutlichkeit abgezeichnet. Wir hatten wohl im September, August, September vor der Oktoberfestzeit schon einen Ansturm in München. Und dann wurde um München herum umgeleitet und dann hat sich die Sache etwas beruhigt. Aber jetzt an den niederbayerischen Grenzen natürlich wieder die volle Zunahme in der Dramatik. Und wir wissen, dass wir jetzt für die nächsten Monate, vor allem bis Weihnachten, sehr, sehr schwierige Zeiten vor uns haben, was die Unterbringung betrifft. Und im Moment stellen wir fest, dass natürlich die Unterkünfte jetzt langsam ausgehen, weil die Zuwanderung zu schnell und zu stark passiert. Und wir wissen, dass wir jetzt für die nächsten Monate, vor allem bis Weihnachten, sehr, sehr schwierige Zeiten vor uns haben, was die Unterbringung betrifft. Und im Moment stellen wir fest, dass natürlich die Unterkünfte jetzt langsam ausgehen, weil die Zuwanderung zu schnell und zu stark passiert. Was ist unser Ziel, wenn wir so etwas machen, wenn wir mit Ihnen sprechen? Wir möchten unsere Gedanken, unsere Überlegungen Ihnen mitteilen. Wir möchten, dass Sie verstehen, was wir tun. Es geht uns nicht darum, dass wir uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir machen das alles ganz toll. Wir wissen nur, dass wir von Monat zu Monat derzeit schauen können. Und wir brauchen Ihr Verständnis und wir brauchen auch Ihre Unterstützung, entweder im Kleinen, nur mit kleinen Gesten oder mit der Begleitung, mit dem Gruß eines Asylbewerbers, eines Flüchtlings, den menschlichen Umgang bis hin zum Ehrenamt. Wir erleben Situationen in Deutschland, wo Gesellschaften, wo Regionen auseinanderbrechen, wo die eine Gruppe der Menschen sagt, wir spielen da nicht mehr mit. Das ist zu viel, das ist zu groß, das schaffen wir nicht, wir brauchen Obergrenzen. Und die andere Gruppe der Gesellschaft sagt, das packen wir schon noch, wir haben auch einen gewissen Wohlstand. Und dann gehen die Teile der Bevölkerung untereinander mit Demonstrationen um. Und die Politik hat es natürlich in solchen Situationen noch unendlich viel schwerer, das Gesamte überhaupt zu organisieren. Und das ist das, was wir vermeiden wollen, dass die Verantwortlichen und die Bevölkerung in gegenseitigen Schuldzuweisungen auseinanderbrechen. Wenn wir dazu heute einen Beitrag leisten können, wäre es sehr schön. Ich möchte nur mal entschuldigen, dass wir nicht jedem einen Sitzplatz anbieten können. Wenn man sich im Bild bewegen wollte, könnte man sagen, der Saal ist voll. Nein, er ist nicht voll. Wenn man zusammenrutscht, dann bekommt man Platz. Ich hoffe, das ist da hinten auch, wenn Sie einen Stehplatz von aushalten können. Wir haben etliche Informationen da. Also geraume Zeit wird der Abend mit Sicherheit in Anspruch nehmen. Was gibt es für Ansätze ganz konkret vor Ort von Herrn, bitte? Ja. So, verehrte Damen und Herren, fangen wir mal mit Pfaffenhofen an, mit der Stadt Pfaffenhofen. Da ist der Stichtag der 21.10. Die Zahlen sind immer ungewiss, weil sie jeden Tag eigentlich die Zahlen ändern. Aber wir haben jetzt einfach mal den Stichtag, den 21.10. hergenommen. Da ist es so, dass sich insgesamt 142 Asylbewerber in Pfaffenhofen leben. Davon sind männlich 119, weiblich 23.
Insgesamt sind 5 Familien in Pfaffenhofen mit 12 Kindern. Zur Erstaufnahme auf der Grabrennbahn, da sind die Zahlen sehr aktuell, da hat es ja am Montag Neuigkeiten ergeben. Im Oktober wurde die Grabrennbahn mit 130 Personen belegt und im November am Montag nochmal mit zusätzlich 142, sodass jetzt insgesamt 272 Personen auf der Grabrennbahn unterkommen. Zum Landkreis sind es auch sehr aktuelle Zahlen, und zwar der Stand vom 4.11. Da sind in dezentralen Unterbringungen 747 Personen. In der Gemeinschaftsunterkunft, das ist die Max-Immelmann-Kaserne in Manching, befinden sich 114 Personen. Fehlbeleger sind 67 Personen in den Unterkünften, unbegleitete Minderjährige sind 74. Mit den 272 Asylsuchenden von der Trabrennbahn befinden sich im Landkreis insgesamt 1138 Asylbewerber. Vielleicht mal ein aktueller Blick auf die Situation, das ist eine Übersicht, Herr Wolf, die haben Sie uns in der Kreistagssitzung letzten Montag vorgestellt. Da haben wir berechnet auf die 1%, dort sieht man, wie es in den Landkreisgemeinden momentan aussieht, und dann sieht man in der hinteren Spalte schon, was soll von 2%, also die Zielgröße, die jetzt ausgegeben wurde, mit eben dem Täter, das man hier sieht, gerade durch die große Einheit in Feilmosis vor dem Geisenfeld, stand heute wohl die einzige Kommune, die nach heutiger Bewertung die 2% jetzt schon darstellen kann. Alle anderen haben mehr oder weniger noch einzubringen und zu leisten. Ich weiß nicht, Herr Wolf, wollen Sie an der Stelle zur aktuellen Situation nachführen? Ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht zur drängendsten Situation im Landkreis und dann auch der Bezug zu Pfaffenhofen. Also wir sind rund bei 1200 Asylbewerbern. Und jetzt wird uns mitgeteilt, dass wir aufgrund der aktuellen Zuwanderung die gleiche Anzahl geschätzt in den nächsten 4 Monaten noch einmal aufnehmen müssen. Das heißt, bis zum Jahresende garantiert 900 und dann im Januar, Februar vielleicht den Rest, aber das kann in dem gleichen Tempo weitergehen. Seit 2 Jahren schicke ich Herrn Wolf, wenn er sagt, es ist wieder eine neue Unterkunft angedacht, was halten Sie davon, schicke ich ihm grundsätzlich dieselbe Stellungnahme im Wortlaut, 1:1, 2 Jahre lang. Und die beinhaltet, jawohl, ich verstehe es, ich bitte um möglichst kleine dezentrale Einheiten verstreut über das Stadtgebiet, weil ich glaube, dass das verträglicher ist, und ich bitte auf eine möglichst ausgewogene Verteilung im Gesamtlandkreis, wobei man durchaus bewusst ist, dass eine Stadt wie Pfaffenhofen andere Voraussetzungen bietet als eine ländliche Gemeinde mit 2.500 Einwohnern, brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben Gemeinden im Süden des Landkreises, die sind weit weg von den 1%. Da muss ich keine Namen nennen, Sie können das alle auch nachvollziehen. Es haben auch nicht alle die gleichen Voraussetzungen, das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn einfach keine Privatpersonen Häuser anbieten, dann kann der arme Bürgermeister oder der Gemeinderat nichts machen. Das muss man einfach so sagen. Ja, es ist auch manchmal so eine Stimmung da, na, halten wir uns mal ruhig, schauen wir, ob das nicht vielleicht doch an uns vorbeigeht. Mittlerweile ist klar, es geht nichts mehr vorbei. Und jetzt versuchen wir gerade noch, die Sache zu beschleunigen, dass wir selbst als Landkreis jetzt schauen, wo kriegen wir von den Gemeinden Grundstücken, und dass wir mit Wohncontainern und einfachen Lösungen ganz, ganz schnell bis Weihnachten so viele Plätze schaffen, wie irgend geht, damit wir möglichst nicht in Turnhagen kommen. Das ist gerade zurzeit eine heiß diskutierte Frage. Darf man den in Turn haben oder darf man nicht? Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber ich sage mal heute, ich werde das Landratsamt nicht anzünden, wenn es so weit kommt. Aber ich hoffe, dass es trotzdem zu verhindern ist. Es gibt nur noch 1, 2 Landkreise, die keine Turnhalle belegt haben, und die anderen halt schon 2, 3, auch in Notsituationen. Mein Prinzip ist, wir werden keine Turnhalle gegen den Willen der Gemeinde belegen. Sage ich aber. Ich will den Zusammenhalt des Landkreises nicht gefährden. Wir werden uns gemeinsam überlegen, ob wir einen Bus zurückschicken, wenn wir noch nicht so weit sind. Wir werden uns gemeinsam überlegen. Das ist eine harte Nummer, weil dann klar ist, dass ein anderer Landkreis das für uns übernehmen muss, weil die Menschen bereits in Deutschland sind. Aber wir dürfen nicht im Landkreis auseinanderbrechen, sonst werden wir die Aufgaben, die vor uns stehen, nicht meistern. Es gibt Landkreise, die haben Tiefgaragen zu Quartieren ungenutzt. Ich hoffe, dass uns diese Situation grundsätzlich erspart bleibt. Aber ich sage jetzt, auch ich würde es als Bürgermeister verstehen, wenn so viele Menschen auf einen Schlag zugeteilt werden, untergebracht werden müssen, dass man im Notfall auch an die Belegung einer Sporthalle denkt. Und auch wenn es jetzt Pfaffenhofen wohl als erstes trifft, wir haben die höchste Dichte an Sporthallen. Wir haben, glaube ich,
über die Rennbahn schon ein ordentliches Fall abgedeckt, aber wenn es hart auf hart kommt für temporäre Nutzung, meine Damen und Herren, ich glaube, die Welt würde nicht untergehen, wenn eine der drei Fachturnhallen im Pfaffenhofen gelegt werden würden. Wir haben drei Dreifachhallen und eine Zweifachhalle und wir haben mehrere Einfachsportstätten. Die Schulleiter sind untereinander schon vorsorglich seit September in Kontakt, wie es denn wäre. Die Welt würde deswegen für den Sport nicht untergehen. Ich denke, wenn man von sowas spricht, dann ist es die sanierte Dreifachhalle am Gymnasium, die ist ja vom Schulbetrieb zu entkoppeln, von hinten her zu bringen, also keine Vermischung der Ströme. Ich wünsche mir alles andere, als das so weit kommt und ich glaube, wir haben da Puffer, dass wir das verhindern. Aber wenn es so weit käme, wäre das für mich kein Grund, auf die Barrikaden zu gehen, zumal es allenfalls eine temporäre Übergangslösung ist. Ich habe noch ein paar Schweißperlen auf der Stirn, bis die nächsten zwei Monate rum sind. Wir haben eine kleine Übersicht gefertigt, Herr Wolf, wo wir Ihnen kurzfristig helfen könnten. Zum einen gab es ja eine Begehung auf der Rennbahn aus vertrauenswürdiger Quelle. Wissen wir, da wäre im schlimmsten Fall noch Platz für 130 Personen in der Notaufnahme. Nicht 100% ideal im Tribünenhaus, aber ein Notnagel, bevor man zur Turnhallenbelegung schreitet, wäre das wohl. Wir haben als Notunterkunft vorübergehend, also für ein gutes Jahr nach Räumung im St. Franziskus, dort wohl im ehemaligen Altbau des Altenheims, die Möglichkeit, rund 50 Personen einzuquartieren. Das würde man nicht überbeanspruchen wollen, gerade in Kombination mit der Seniorenwohnanlage und dem Altenheim, das es dort gibt. Also muss man schauen, wie man dort belegt, dass man das verträglich gestaltet. Aber auch das wäre noch ein Puffer, wenn alles am Reisen ist, den man dann, sage ich mal, ab Ende Januar, Anfang Februar nutzen könnte. Es ist aber wirklich eine gute Perspektive, was Sie hier aufzeigen. Ich möchte mich dafür bedanken. Das ist auch ein Zeichen, dass in schwierigen Fragen wirklich sehr konstruktiv zusammengearbeitet wird. Ich weiß nicht, wie die Turnhallen in Pfaffenhofen eingegliedert sind in den Schulbereich, aber ich sehe es als extrem problematisch, wenn Kinder in dieses Spannungsfeld von Flüchtlingen kommen. Und ich rede jetzt nicht von den Familien oder den Syrern, sondern ich rede wirklich von den alleinstehenden Männern, die ihre Konflikte hier auch austragen. Das hat man in Schweidnichkirchen gesehen, wo dann hinterher nicht mehr festzustellen war, wer der Schuldige war. Sowas tritt regelmäßig auf und wird wieder passieren, je mehr zusammenkommen und je mehr Konfliktpotenzial da ist. Und ich als Mutter möchte mein Kind nicht in so einem Spannungsfeld sehen. Also man muss wirklich schauen, dass man die Kinder beschützt. Das ist für mich immer so. Also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage und ich möchte Sie jetzt auch nicht da überreden, ab morgen anders zu denken. Ich nehme diese Sorgen sehr, sehr ernst. Ich will nur die Gegenüberlegung aufzeigen. Wir haben bereits und wir bekommen noch in viel stärkerem Maße eine sich ändernde Gesellschaft. Wir alle haben die Sehnsucht, es möge doch bitte alles so bleiben, wie es ist. Das wird aber nicht passieren. Wir müssen uns auf diese neue Situation einstellen. Und vor allen Dingen müssen wir unsere Kinder auf diese neue Situation vorbereiten. Und wir müssen uns überlegen, wie wir das tun. Wir haben diese Frage der Turnhallen auch mit den Lehrern, also mit den Schulleitern diskutiert und mit dem Elternbeirat dort. Und haben einmal gesagt, natürlich darf der Schulbetrieb nicht gestört werden durch diese ständige Begegnung und unterschiedliche Ziele, die die Menschen über den Tag haben. Aber ist es nicht auch eine Chance, wenn man mit entsprechender pädagogischer Begleitung diese beiden Gruppen auch zusammenbringt und unsere Kinder auf die Situation, auf die Herausforderung, die in der Gesellschaft ja besteht, entsprechend vorbereitet. Und mir haben die Lehrer gesagt, sie wollen das auch als Chance annehmen, dass wir unsere Jugend entsprechend vorbereiten. Es gibt, was die Gefahr betrifft, die angeblich von Flüchtlingen ausgehen, sehr viele Vorteile. Ich bin sehr froh, dass ein Vertreter der Polizei da ist, Herr Schmidt, dass Sie als neuer Inspektionsleiter gekommen sind. Es wird Gelegenheit sein, dass Sie dazu noch was sagen. Wir können eben das Licht feststellen, dass unmittelbar Gefahr ausgeht. Es gibt Einzelfälle. Statistisch ist das unterrepräsentiert gegenüber der sonstigen Bevölkerung. Und die Vorkommnisse sind sehr, sehr häufig intern, weil die Menschen eben sehr eng aufeinander sind, weil dieser Tagesablauf ohne jegliche Struktur, das Herumsitzen auf den Betten,
einfach die Menschen zum Teil aggressiv macht, auch mit der Belastung, die sie mitbringen aus der Vergangenheit, mit der Enttäuschung, die sie erleben, wenn das alles hier bei uns nicht so ist, wie es ihnen versprochen worden ist. Die fahren los mit Versprechungen, hier habt ihr Geldautomaten, Wohnung und Arbeit. Und nichts von den dreien ist da. Und das ist natürlich für die schon eine zum Teil sehr, sehr schwierige Situation. Und das eskaliert manchmal zwischen den Personen, sowas anschweigen hier, also intern. Aber im Umgang mit der Bevölkerung stellen wir das Normale fest. Weniger als das Normale, was die Belastung betrifft. Ich versuche jetzt gleich den Bogen zu schlagen, weil was jetzt sagt, kann eine Chance sein, ohne Zweifel ist eine Herausforderung. Ich glaube, man muss am Schluss eine Chance begreifen. Und wenn man es nur als Problem sieht, dann wird auch eine entsprechende Lösung am Schluss rauskommen. Die Kernfrage wird sein, wie kann man den Zustrom begrenzen? Ich glaube nicht, dass Transitzonen und Willkommenscenter oder wie auch immer die Lösung sind, weil so einfach funktioniert es nicht. Das geht nur, wenn ich eine Mauer baue und die im Zweifel verteidige, dann kann man Stand heute wirklich den Strom zurückhalten. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Von daher, die Lösung gibt es nicht. Es gibt nur die Menschen, die hier sind und die werden absehbar wohl mehr werden. Und jetzt versuche ich den Bogen zu schlagen zu den Herausforderungen fürs Gemeinwesen. In vier Bereichen haben wir das aufgegliedert: im Bereich Wohnen, Bildung und Kultur, Integration, Arbeit und Wirtschaft. Das sind auch die Handlungsfelder, auf die wir unsere Stadt im Besonderen konzentrieren wollen. Wenn wir uns mal das erste Handlungsfeld anschauen, Wohnen, eines der zentralen Probleme, angefangen bei der Notunterbringung, über die Unterbringung, dann sozusagen während des Verfahrens und dann die Frage, wie geht es nachher weiter. Derzeit, ich glaube, vorher waren schon 14 auf der letzten Folie, also haben wir eine geringe, überschaubare Anzahl von fehlbelegten Unterkünften. Das sind Menschen, die einen Aufenthaltsstatus erreicht haben. Die werden in den Unterkünften des Landratsamtes momentan belassen, die dürfen da drin bleiben. Rein formal ist 2%, 500 Leute, wenn die alle da bleiben dürfen und irgendwann einen Aufenthaltsstatus haben, haben sie die gleichen Rechte wie im Prinzip jeder Pfaffenhofener. Und damit ist am Schluss für die Frage der Obdachlosenunterbringung die jeweilige Gemeinde und im Pfaffenhofen dann die Stadt Pfaffenhofen letztendlich zuständig. Genauso wie man für einen obdachlosen Deutschen tätig werden, so ist es dann auch der Fall für jemanden, der bei uns hier einen Aufenthaltsstatus erlangt hat. Das heißt, das ist natürlich mit Zeit im Verzug, wenn die Menschen aus den Unterkünften heraus müssten, ein wirkliches Problem für die Gemeinden. Ich glaube, wir sind die einzigen, die in den letzten Jahren in eine Obdachlosenunterkunft investiert haben. Die platzt aus allen Nähten. Wir jonglieren Stand heute jede Woche mit zwangsgeräumten Familien und Einzelpersonen. Und es ist unglaublich schwierig, das überhaupt momentan noch abzudecken. War schon vor über 2 Jahren ein Erkenntnis im Stadtrat, sozialer Wohnungsbau ein großes Thema. Wir haben die letzten 4 Jahre schon 4 Millionen Euro investiert. Das sind aber nur 27 Wohnungen. Was sind 27 Wohnungen? Ich habe allein auf der Warteliste ohne Notfälle 130 Menschen im Pfaffenhofen stehen. Wir wollen dort weitermachen. Wir haben ein Konzept für einen sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Wir bauen nicht für Flüchtlinge, wir bauen für bedürftige Menschen. Das schließt Flüchtlinge mit ein. Generell nur der Ansatz, dezentrale Unterbringung, Verhinderung einer zu starken Konzentration, eine Einheit mit 200 Personen, würde ich, solange es irgendwie geht, verhindern wollen und lieber auf kleine Einheiten setzen. Da hat sich meine Liebe nicht verändert. Und wie gesagt, ich glaube, wir schaffen es jetzt bei diesen Perspektiven, zumindest die nächsten Monate auch so zurechtzukommen. Glaube ich, steckt noch ein Potenzial bei der Frage privater Unterkünfte. Das heißt, wer hat leerstehende Wohnraum? Man kann das zeitlich befristet regeln. Wichtig ist, jetzt nichts leer stehen zu lassen. Wenn Sie was haben, wenden Sie sich am besten an das Landratsamt, gerne auch an die Stadt, wir reichen es weiter. Es wäre eine Schande in der jetzigen Situation, Räumlichkeiten nicht zu nutzen. Aber auch die Untervermietung, und da gibt es ein Projekt, das wird nächste Woche wohl vorgestellt werden. Das ist ein Projekt, das heißt Wegepedia. Das ist eine Handy-App, die Pfaffenhofener entwickelt haben. Dort möchte man das Angebot machen, wer sich es vorstellen kann. Man kann niemanden zwingen, aber großes Haus, Kinder draußen, Einliegerwohnung frei, wie auch immer, bevor sie ein Zimmer frei haben, überlegen sie sich, ob sie das fürs eigene Leben in Kauf nehmen wollen, weil es natürlich eine Umstellung bedeutet, einen Untermieter zu haben. Aber ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich am Schluss die effektivste Form der Integration, wenn man jemanden in eine Familie holt, wenn der Teil der Familie wird und wenn er so an die örtlichen Gepflogenheiten und an die kulturellen Besonderheiten herangeführt wird, wahrscheinlich geht der Sprachwert deutlich schneller. Also, darf ich schnell sagen, ich habe das schon gemacht und habe ganz wunderbare Erfahrungen. Ich kann das nur empfehlen. Also zwei meiner Söhne sind ausgezogen, sind erwachsen und ich habe halt den Platz und jetzt habe ich den blonden Blauäugigen ausgetauscht durch einen braunäugigen dunklen jungen Mann und der lernt, also der ist unglaublich gut in der deutschen Sprache schon. Das geht ganz rasant.
Also ja, danke. Und ist sehr sympathisch und nett und eine echte Bereicherung. Ja, das war's schon. Ich will jetzt. Und morgen mögen böse Stimmen dann sagen, da sollen die Politiker erst mir vorlegen. Ich habe leider den Platz nicht, aber man muss es genau überlegen, weil es natürlich eine unmittelbare Auswirkung aufs eigene Leben hat. Aber wenn Sie Raum frei haben, überlegen Sie sich, ob es in Frage kommt. Das geht natürlich nur für Menschen, die dann Verfahren durchlaufen haben, die sich selber eine Wohnung suchen können, ganz hier nach BGB privatrechtlich geregelt. Das ist eine Option. Wie gesagt, nächste Woche wird es eine Handy-App geben. Handys sind das zentrale Kommunikationsmittel unserer Asylbewerber. Die wird es auf Deutsch, Englisch und auf Arabisch geben. Man kann sich dort einstehen, der Name wird erstmal zurückgehalten, man kann ein Interesse bekunden, dann wird im Hintergrund abgeglichen, ob es passt, dann wird der Kontakt hergestellt, aber erstmal noch anonym. Und dann kann man schauen, ob es passt. Das muss man niemandem vorschreiben und das wird nicht die Lösung des Problems sein. Aber mit Sicherheit gibt es in Pfaffenhofen 30, 40 Zimmer, die auf einen Bewohner warten. Und ich glaube, im Sinne der Integration wäre es sinnvoll, jemand, der leere Fläche hat, der kann sich so. Nützen überlegen Sie sich gerne, nächste Woche wird das Projekt vorgestellt werden. Nur ein kleiner Ansatz, was man, wenn es um Wohnraum geht, selbst macht, wenn man bereit ist, sich auf so ein Abenteuer einzulassen. Man mag es vielfach zurückbekommen, es mag auch mal nicht klappen. Und außerdem ist die Untervermietung ja sowieso ganz schnell kündbar, wenn es die nicht klappen sollte. Das Risiko ist nicht so groß. Also da haben wir ein Beispiel, es klappt schon. Sie müssen sich heute nicht dazu bereit erklären, aber halten Sie es im Hinterkopf. Papst Franziskus hat ja aufgerufen, dass die Kirchengemeinden freie Räumlichkeit in Wien mögen. Ist im Pfaffenhofen jetzt nicht konkret geschehen, muss man aber auch die räumliche Situation betrachten der Gemeinden. Da, glaube ich, ist momentan kein Puffer da, und speziell wenn ich mir die katholische Gemeinde anschaue, gerade im Umbau Pfarrheim, der Pfarrer ist ausquartiert, da ist momentan kein Raum da, im Pfarrzentrum ist man zusammengerutscht. Aber wenn ich jetzt auf die katholische Kirche als Beispiel schaue, der Herr Steinbüchler, das Vorsitzende des Internationalen Kulturvereins, ist anteilig freigestellt für die Tätigkeit im Verein. Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt. Also unsere Kirchengemeinden, die evangelische Kirche ist Träger der Tafel. Also unsere Kirchengemeinden ducken sich nicht weg. Konkrete Platzangebote haben wir jetzt nicht bekommen. Kann ich aber verstehen, wenn man die räumliche Situation der beiden großen Gemeinden kennt, dann ist da momentan kein Puffer da. Die nächste Frage geht darum, was von der Dame war wohl in der Förderschule, hat dort seinen Abschluss gemacht, hat dann Probleme gehabt, eine Stelle zu finden aufgrund vermeintlicher Minderqualifikation. Die Frage ist, werden jetzt alle Stellen für Geringqualifizierte, die es überhaupt gibt, dann auch noch an Flüchtlinge vergeben und haben Deutsche dann das Nachsehen? Für die Stadt möchte ich sagen, wir haben immer schon Stellen im sogenannten Sozialbudget gehabt. Wir wollen zusätzliche Stellen jetzt einrichten, aber halt eben für gemeinnützige Arbeit, für Dinge, die dem Gemeinwohl dienen. Sind wir gerade in der Findung, wollen wir tun, also wir werden deswegen keinen anderen irgendwo benachteiligen, was wir immer schon hatten, bleibt bestehen. Ja, also die Bemerkung heißt ganz dezidiert, mein Sohn hat die Förderschule besucht und lange keine Beschäftigung mangels Minderqualifikation erhalten, werden jetzt die wenigen Stellen für Geringqualifizierte gezielt an die Flüchtlinge vergeben. Also das kann ich entkräften. Wir unterscheiden hier schon, gerade was Menschen mit Handicap betrifft, mit Behinderung, haben wir einen eigenen Schwerpunkt bei uns in der Wirtschaftsförderung mit dem Wirtschaftsbeirat und mit der Berufsschule, die ganz gezielt Unternehmer ansprechen, wer gibt einem Menschen mit einer Behinderung eine Chance. Wir haben heuer im Frühjahr einen Tag der Inklusion gehabt und haben dann Firmen sozusagen zusammengeführt, die diese Beispiele umsetzen. Und die sich gegenseitig bestärken, in Hohenwart war das, war natürlich im Zusammenhang mit Regens Wagner, da ist auch ein großes Interesse da. Und wir kommen auf diesem Weg, zwar in kleinen Schritten, aber ganz konkret voran. Die Integration der jungen Flüchtlinge ist eine zweite Schiene, die wir versuchen. Die Berufsschule macht mit denen ein Berufsvorbereitungsjahr mit sehr, sehr viel Deutsch und mit Praxis in der Holzverarbeitung und in der Metallverarbeitung. In der Hoffnung, wenn das eine Berufsvorbereitungsjahr vorbei ist, dass dann eine reguläre Berufsausbildung aufgenommen werden kann. Wir stellen fest, dass das vielfach nicht möglich ist. Dass das Aufholen, um bei uns in das duale System zu kommen, dass der Schritt viel, viel zu groß ist. Also es reicht einfach vielfach bei den Deutschkenntnissen nicht, um eine Frage, die in einer einfachen Prüfung der Berufsschule gestellt wird, zu verstehen und dann auch noch richtig beantworten zu können. Das heißt, wir brauchen eine Qualifizierungsebene, die unterhalb
unseres immer perfekter gewordenen Dualsystems einsteigt. Das haben wir deutschlandweit, bundesweit noch nicht. Wir haben manche Berufe, die aber wiederum gezielt auf Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind. Und das trifft natürlich das Klientel auch nicht in der Form. Im Moment haben wir nur die Möglichkeit, dass wir versuchen, die Kurzhändigen mit Deutsch in einfache Helferberufe zu bekommen. Wenn Sie Pfaffenhofnerin sind. Ja. Zugereist, aber seit 30, über 30 hier gemeldet. Also für unsere Bürger sind wir stark zuständig und wenn Sie im Auto schlafen, das muss nicht sein. Kommen Sie zu uns für die Zeit, bis Sie Ihre Wohnung beziehen. Sie haben gesagt, Sie haben einen Vertrag. Sie bekommen bei uns eine Unterkunft. Wir haben im Pfaffenhofen noch nie jemand auf der Straße schlafen lassen, der nicht auf der Straße schlafen wollte. Ist nicht komfortabel, aber es ist trocken, beheizbar und soweit menschenwürdig. Wir kümmern uns um Menschen mit Wohnsitz im Pfaffenhofen während der rechtlichen Verpflichtung gerecht und lassen, wie gesagt, keinen auf der Straße schlafen. Dass man sich dann, wenn man eine Notunterkunft hat, anschließend selbst darum kümmern muss, dass man eine Wohnung findet, ist ein anderer Fall. Und wie gesagt, wir wollen 200 Wohnungen bauen, 150 effektiv unterm Strich. Das kann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Als Stadt, glaube ich, machen wir das, was wir tun müssen und sogar noch etwas mehr. Schnell noch einen kleinen Einschub machen, weil der Herr Schmidt gesagt hat, ein paar Ladendiebstähle haben wir schon. Da gibt es ein ehrliches Gerücht, nämlich dahingehend, dass die Polizei das nicht verfolgt und dass die Discounterbetreiber dann mit den Rechnungen ans Landratsamt kommen oder zum Bürgermeister und der bezahlt das. Und die Frau Dr. Schweizer kann das für das Landratsamt sagen. Also ich weiß nicht, ob die Stadt Pfaffenhofen bezahlt, das Landratsamt bezahlt es nicht. Wie kämen wir dazu, Straftaten zu unterstützen? Ehrlich gesagt, also dafür ist auch kein Geld da, dass wir nicht bezahlte Rechnungen in den Supermärkten übernehmen. Also wir zahlen es auch nicht, aber auch ich bin mit diesen Gerüchten noch vielen anderen konfrontiert worden. Müssen wir erst den Herrn da hinten gehen? Die eine Frage ist, ob man die Flüchtlinge nicht so weit wie möglich in die tägliche Aufgaben in die Flüchtlingsunterkünfte einbinden kann. Also ich höre, dass die Menschen, die Flüchtlinge von der Langeweile miteinander dann kämpfen anfangen. Ich glaube, nachdem Sie jetzt drei Fragen waren, gehen wir jetzt gleich auf die Beantwortung der drei Fragen ein. Ich fange von hinten an. Die Frage, was passiert, wenn der Strom der Flüchtlinge nicht versiegt? Ich weiß es nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Und ich kann es auch nicht beeinflussen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass weder in München noch Berlin noch in Brüssel jemand weiß, wie es wirklich geht. Wenn Sie mich fragen, dann glaube ich, müsste es eine europäische Lösung geben. Aber es ist schwierig aus der jetzigen Situation, das Ganze zu erzwingen. Es geht ja nur im freiwilligen Miteinander. Und da habe ich ernsthafte Zweifel, ob das Europa das Europa ist, das wir uns gewünscht haben, oder ob das nicht in eine komplett falsche Richtung läuft. Ich weiß es nicht. Am liebsten wäre mir, wenn morgen der Stöpsel drauf gemacht wird. Aber wie soll der Stöpsel drauf gemacht werden? Ankommenszentren und Transitzonen, das hört sich erst einmal nicht an, aber was würde es im Endeffekt wirklich bewirken? Am Schluss müssten wir irgendwie erst einmal zu Dublin 3 zurückkommen. Hätte man immer schon darauf bestehen sollen, und aus der Verweigerung heraus gemeinsam eine Lösung anstrengen. Aber es ist müßig zu sagen, weil es ist geschehen, was geschehen ist. Wir wissen nicht, ob es aufhört oder ob es weitergeht, Herr Wolf. Wir rechnen im Schluss der Frage 3, vielleicht mit 4%. Das ist richtig, wir wissen es nicht. Und vielleicht darf man auch noch eine politische Aussage machen. Es schaut im Moment so aus, als könnten wir die Zuwanderung nicht stoppen. Es gibt erste Ansätze in Syrien. Es gibt Überlegungen, dass in den Ländern dort, wo sich die Menschen auf den Weg machen, sogenannte sichere Zonen eingerichtet werden. Es gibt Ansätze, dass man in den Flüchtlingscamps in Libanon, in Jordanien, in der Türkei finanziell unterstützt, dass die Menschen dort bleiben. Das zeichnet sich im Moment nicht ab, dass das wirksam ist. Hier, wenn in den dortigen Ländern die Menschen sehen, da kommen wieder weg zurück, dann setzt auch die Überlegung ein, dass sich die Einzelnen überlegen, mache ich dieses Risiko. Wir hören ja also auch die Stimmen in den Fernsehbildern, die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass ich auf dieser Reise drei Kinder verliere, dann hätte ich mich nicht auf den Weg gemacht. Und die Schleuser verdienen zu gut an dieser Situation. Wir können gar nicht so viel einsperren, wie hinten nachwachsen. Und die erzählen den Menschen falsche Geschichten. Einfach auf meine Einschätzung nicht vorenthalten.
Wir schaffen es nicht, wenn es im gleichen Tempo weitergeht, Weihnachten 2%, im März 3%, im August 4%. Wir schaffen das nicht mehr. Dann ist dieses Programm völlig wirkungslos, weil es nicht zum Tragen kommt. Wir merken das ja jetzt mit unseren Leuten. Wir haben 27 Leute neu beschäftigt bei unserem Landratsamt, um die Akten zu bewegen. Nur um die Akten zu bewegen. Wir brauchen 4 Personen von den 27, um die Gelder auszuzahlen. Jetzt, wenn jemand sagt, macht es nicht mit Taschengeld, sondern macht es mit Lebensmittelpaketen und Gutscheine, dann brauchen wir sofort nur 4 Leute mehr, um das noch alles zu managen. Und es wäre auch, wir haben immer die Diskussion ums Geld, wenn Sie sehen, eine Einzelperson kriegt 321 Euro, bei 30 Tagen sind es 10 Euro am Tag. Für Essen, für Kleidung, für Handy, da kann man keine großen Sprünge machen. 325 Euro sind ein Durchschnittsgehalt, zum Beispiel in Osteuropa. Ja, das wissen wir. Das muss man auch nicht bewerten. Aber wir haben hier andere Lebenshaltungskosten. Also hier das Leben zu bestreiten ist schwierig mit 325 Euro, zumal es ja deutlich weniger ist, weil es ja nur in kleiner Tasche wird. Und jetzt Frau Dr. Schweizer, die anderen beiden Fragen, glaube ich, treffen Sie. Die Frage tägliche Aufgaben, wie kann man die Asylbewerber integrieren, Lebensmittelversorgung, Putzen? Ja, die werden bei uns natürlich mit in den Alltag integriert. Also das erklärt sich schon daraus, wir zahlen diese 325 Euro. Es gibt eine Wohnung und Strom, da ist auch Einrichtung drin. Es gibt keinen Caterer, der damit das Essen vorbeibringt. Das heißt, die müssen natürlich einkaufen, sich versorgen, sich Essen kochen. Es gibt keine Putzfrau. Das heißt, natürlich muss auch die Hausarbeit von den untergebrachten Asylbewerbern selbst erledigt werden. Also wir bieten da keinen Full-Service, sondern Wohnung, also ein Dach über dem Kopf, Strom, was man braucht und eben diese 325,61 Euro im Monat, und damit ist dann das Leben zu managen. Politisch durchaus unterschiedlicher Meinung, ob das alles gerade richtig läuft, aber wie es ja auch schon gesagt wurde, wir stehen vor der Situation und wir müssen damit umgehen. Und da finde ich, dass so ein Ansatz, sachlich zu überlegen, wie kann man das gut rüberbringen, dass es dann auch parteiübergreifend eigentlich ganz gut läuft. Und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken. Das wäre ein wunderbares Schlusswort. Gibt's noch weitere Fragen? Also, eine letzte Wortmeldung sehe ich noch. Die Frage nehmen wir noch mit. Ich habe 1,5 Jahre alte Tochter und würde mich auch gerne engagieren, indem ich mich zum Beispiel auch mit der Mutter treffe, die ein Kind hat im gleichen Alter. Ich sage herzlichen Dank, Herr Dr. Wolf, dass Sie sich Zeit genommen haben, an den anwesenden fachlichen Verstärkungen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. In Sicherheit war es nicht das letzte Treffen zu diesem Thema. Nehmen Sie nur mit, am Schluss können wir nicht beeinflussen, was über uns geschieht. Aber wir sind gezwungen, mit der Situation vor Ort umzugehen. Und je aktiver wir das tun, umso besser mag es uns gelingen, das die Zukunft zu gestalten. Die Kanzlerin sagt, wir schaffen das. Ich sage, wir müssen das schaffen, es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und in dem Sinne hoffe ich im Minimum auf Ihre moralische Unterstützung, im Idealfall auf körperlichen Einsatz, an Angeboten sich zu betätigen, würde es nicht mangeln. Die Stadt selbst kann etwas tun. Wie gesagt, jenseits der formalen Zuständigkeit funktionieren wir jetzt nur mit breiter Unterstützung der Bürgerschaft, mit Zivilcourage, und die fängt vor der eigenen Haustür an. Also ich zähle auf Sie, ich sage vielen Dank. Ich sage vielen Dank auch nochmal dem Landratsamt, das, glaube ich, in bemerkenswerter Weise im bayernweiten Vergleich sich hier in dieser schwierigen Situation schlägt. Aber alles wäre nichts ohne Sie, und auf Sie vertraue ich in Zukunft maßlos gut. Auf Wiedersehen und Fitter.